Hallo und willkommen zum Miller Beach Report. Heute in Hamburg beim Supercup Smart Beach und neben mir steht das Beach Koreng Walkenhorst. Männer, ihr habt gerade leider gegen Donninger Windscheid verloren. Erik, erzähl mal ein bisschen was zum Spiel. Ja, war eine enge Kiste, ne? Also war 2-1, haben wir verloren, haben die ersten zwei Sätze haben wir es uns richtig gegeben, waren ganz knappe Ergebnisse. Im dritten Satz haben die eine kleine Serie gestartet in Mitte vom Satz. Dann habe ich noch eine rote Karte bekommen. Dann war so ein bisschen das Ding gegessen. Ne? Da haben wir dann im dritten Satz haben wir dann relativ deutlich zu 10, glaube ich, verloren. Aber insgesamt war es, glaube ich, für die Zuschauer vor allen Dingen war es ein spektakuläres Spiel. War sehr viel Wind, deswegen gab es auch viele Ballwechsel, die hin und her gingen. Hat auch Spaß gemacht zu spielen, aber trotzdem ist natürlich auch jetzt aktuell gerade die Enttäuschung noch groß. Ne? Alex, mit was haben die beiden euch jetzt unter Druck gesetzt? Mit was für eine Waffe eventuell? Also sie haben dann gerade in den spielentscheidenden Phasen, vor allem im ersten Satz, sind wir eigentlich vorne, haben einen Satzball, hat Stefan dann zwei Asse gemacht von der Gegenwindseite. Wirklich gute Aufschläge, da können wir uns gar keinen Vorwurf machen, passiert bei den Bedingungen. Das hat den ersten Satz entschieden und im dritten starten sie auch mit guten Aufschlägen und das macht dann auf dem Niveau den Unterschied. Also wenn wir alle aus einer guten Annahme agieren können und das Zuspiel dann perfekt ist, dann sind kaum Breaks passiert, aber mit dem Aufschlagdruck haben sie uns dann nachher ein bisschen den Zahn gezogen im dritten. Ich spiele ja gleich um Platz 3 gegen Schröder Donninger, genau. Schon Konzept gegen die? Ja, wenn wir uns gleich mit dem Trainer hinsetzen. Ne? Also wir haben jetzt erstmal an das Spiel gedacht und jetzt müssen wir uns auf den nächsten Gegner vorbereiten. Werden wir uns gleich zusammensetzen, mal schauen. Der Armin ist ja noch ein bisschen verletzt, mal gucken, ob der überhaupt spielt. Aber wir gehen davon aus, dass wir spielen müssen und ja, dann geht's los. Ihr seid ja ein komplett neu formiertes Team. Erzählt mal ein bisschen was, wo werden wir euch in diesem Jahr überall sehen? Also grundsätzlich ist ja die Turnierplanung der deutschen Tour so, dass wir bei den Supercups im Normalfall Zeit haben und auf jeden Fall dann auch mitspielen wollen, weil sich dieses Jahr durch die Zusammenarbeit auch mit Sky und sonstiges auch viele gute Sachen ergeben haben, die wir auch nutzen wollen. Preisgeld ist ja auch angehoben worden, deswegen werden wir nächste Woche in Münster auf jeden Fall spielen. Kühlungsborn auf jeden Fall, Binz müssen wir schauen, weil danach direkt das World Tour Turnier in den USA ist. Aber sonst ist natürlich unser Fokus hauptsächlich international. Haben jetzt schon in Argentinien und Shanghai gespielt und ja, wollen versuchen, uns da durchzusetzen. Aber die deutsche Tour nehmen wir natürlich immer gerne mit, vor allem hier in Hamburg. Natürlich fast Heimspiel, ist super. Was sagt ihr zur Location direkt am Dock mit dem ganzen Container? Ja, also ich sag mal, hier, als der erste Tag hier war, da war ja richtig Sonnenschein, da war schon im Qualitag war richtig viel los, weil parallel dazu ist ja hier dieses Hafenfest. Insofern, es ist ja ein bisschen abgelegen hier die Location, aber dadurch, dass das Fest parallel ist, sind ja echt ein paar Zuschauer da. Und ich meine, jetzt das Spiel aktuell gerade war auch super, war Bombenstimmung, insofern macht das in jedem Fall Spaß zu spielen. Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview, dann will ich euch mal nicht weiter aufhalten, dann sehen wir uns in Münster. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao.